Moin moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. In dem heutigen Video möchte ich euch mal ein bisschen erklären, wie ihr euch das legendäre Akku-Mount besorgen könnt und euch meine persönliche Meinung sagen, wer von euch das vielleicht versuchen sollte und wer es vielleicht eher nicht machen sollte. Übrigens noch ganz wichtige Info an der Stelle, das hier wird kein kompletter Guide, wie ihr das legendäre Mount bekommen könnt. Es gibt einfach schon unzählige Guides und Videos darüber und deswegen habe ich euch ganz oben in der Videobeschreibung einen Link reingemacht von einem Guide, wo wirklich von A bis Z erklärt wird, wie ihr diese legendäre Quest-Reihe quasi abschließen könnt, was ihr beachten müsst, was ihr alles machen müsst dafür, welche Materialien ihr braucht. Und da stehen auch nochmal die kompletten Belohnungen dementsprechend. Heute werden wir über diese ganzen Sachen halt einfach nur reden. Ich werde euch meine Meinung sagen. Quasi wer das versuchen sollte, wer es erlassen sollte und wir werden uns ganz genau anschauen, welche Belohnung man dafür bekommt, aber es wird quasi kein kompletter Guide werden, denn diesen findet ihr im ersten Link in der Videobeschreibung. Für die Leute von euch, die vielleicht noch nicht so genau wissen, was ich meine, in ungefähr anderthalb Monaten würde ich vermuten, wird Phase 5 freigeschaltet auf WoW Classic und dann beginnen quasi mehr oder weniger die War Efforts, das bedeutet, eure Server werden quasi Materialien sammeln, die dann irgendwann dazu führen, dass die Tore von Ankirei, die hier unten sind, geöffnet werden können und damit wir quasi auf unseren Servern in den neuen Raid Akku 40 und Akku 20 reingehen können. Damit diese Tore geöffnet werden können, müssen allerdings nicht nur diese Materialien gesammelt werden auf euren Servern. Übrigens, da müssen Allianz und Horde auch ein bisschen zusammenarbeiten. Sondern es muss eben auch auf den Skarabäus-Gong geschlagen werden von einem Typen auf eurem Server, mehr oder weniger. Und über diese Questreihe möchte ich heute mit euch mal sprechen, denn da bekommt man am Ende quasi hier dieses legendäre Mount, was sich einfach sehr viele wahrscheinlich von euch wünschen und was sich sehr viele von euch holen möchten. Und da ich selber schon mal versucht habe, dieses Mount zu bekommen, ja, vielleicht nicht wirklich so richtig ambitioniert, aber ich habe es mal ein paar Tage versucht. Kann ich euch auf jeden Fall auch so ein paar Tipps schon mal mitgeben an der Stelle und auch ganz klar sagen, wer von euch es nicht versuchen sollte und wer von euch es vielleicht versuchen sollte. Genau, also ihr könnt quasi, wenn die Phase 5 beginnt, bei diesem netten Kollegen hier in anderthalb Monaten, vermute ich, wird Phase 5 freigeschaltet, die Quest annehmen. Ja, der wird die quasi hier für euch haben. Und der wird euch dann quasi quer über den kompletten Kontinent, über die kompletten Kontinente schicken. Ihr müsst verschiedene Dinge erfüllen, ihr müsst im Raid mit eurer Gilde ein paar Sachen machen, in BWL ein paar Sachen looten. Ihr müsst Iranicus killen irgendwann in Moonglade, ihr müsst mit dem Geist von Azuregos sprechen, ihr müsst in Tanaris irgendwo rumtauchen. Es ist einfach wirklich eine sehr, sehr schöne und aufwendig gestaltete Quest-Chain von Blizzard, wo man auch einfach die Möglichkeit hat, viele Dinge in WoW Classic zu sehen, die man vielleicht vorher so in der Form noch nicht gesehen hat. Und deswegen kann sich diese Quest wirklich auch für jeden von euch lohnen und ihr könnt die auch alle theoretisch gesehen machen. Es hat aber nur einen kleinen Haken und den werde ich euch gleich erklären. Und zwar müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Sobald diese Quest freigeschaltet wird, werden die ganzen Hardcore-Gilden, die guten Gilden, wie auch immer, auf eurem Server anfangen, einen in jeder Gilde zu supporten, der quasi versuchen wird, dieses Mount hier zu bekommen, beziehungsweise dieses Zepter der Sandstürme, um den Gong zu schlagen. Und die Leute, die eben eine komplette Gilde im Rücken haben, die werden, vermute ich, in ungefähr anderthalb bis zwei Wochen, vielleicht auch zweieinhalb Wochen, mal gucken, werden die quasi dafür brauchen, um diese Zepter-Chain hier quasi zu beenden und den Gong zu schlagen. Und das Ding ist halt einfach, wenn ihr diese Gilde nicht im Rücken habt, also wenn ihr keinen kompletten Raid hinter euch habt, dann möchte ich euch wirklich komplett davon abraten, diese Quest quasi deswegen zu machen, um euch das Mount zu holen. Das ist ganz wichtig. Also die Leute, die das Mount bekommen werden, das sind einfach wirklich Hardcore-Leute, die drei Wochen auch durchzocken müssen, mehr oder weniger, durchgrinden, vor allem in Silithus dann, die Elite-Viecher und die auch einfach eine komplette Raid-Gilde im Hintergrund dafür brauchen, die ihnen dabei helfen. Trotzdem lohnt es sich für den einen oder anderen von euch, diese Quest zu machen, denn
Ihr könnt es auch alles in Ruhe machen und euch damit quasi Monate Zeit lassen. Ihr werdet aber am Ende, das werde ich gleich noch erklären, warum, das legendäre Mount nicht bekommen. Ihr werdet alle anderen Belohnungen, alle epischen Gegenstände, alle epischen Waffen, die man hier so bekommen kann, auch bekommen können. Aber ihr werdet eben nicht mehr dieses legendäre Mount bekommen. Das Ding ist nämlich das Folgende. Die Leute, ja, die Quest in 2 Wochen, 2,5 Wochen, wird man mal gucken, wie lange es am Ende dauern wird, abschließen können, ja, die Hardcore-Leute, die bekommen das Zepter. Ja, gehen hier runter, vor Akku, schlagen den Gong, so, und dann bekommen die das legendäre Mount. Dann wird so ein Event gestartet, spawnen hier unten Worldbosse und so weiter, die man auch umklatschen kann, solltet ihr auch tun, die geben auch nochmal relativ gut Ruf. Und 24 Stunden, nachdem der erste No-Lifer den Gong geschlagen hat, haben alle anderen, die auch quasi noch bei der Quest sind, dann noch dran sind, auch noch Zeit, quasi den Gong auch noch zu schlagen und auch das legendäre Mount zu bekommen. Deswegen wird es wahrscheinlich so ablaufen, die Top-Gilden auf den Servern werden sich mehr oder weniger für so einen Tag oder vielleicht auch einen genauen Zeitpunkt einigen, wann quasi dieser Gong das erste Mal geschlagen wird, damit die 2, 3 Leute von den Gilden, die wie gesagt dann auch schon ready sind, eben auch noch den Gong schlagen können und das Event nicht verpassen und quasi sich das Mount auch holen können. Deswegen wird es quasi auf jedem Server am Ende so 3, 4, 5, 6, 7 Leute geben, die eben das Mount haben. Ja, nicht wundern, es bekommt eben nicht nur der allererste, sondern jeder, der es innerhalb der ersten 24 Stunden eben hier quasi auf den Gong geschlagen hat. Alle anderen, ja, die Quest in 2 oder 3 oder 4 Monaten später beenden, weil sie es einfach ganz gemütlich machen wollen für sich, vielleicht mit einer kleineren Gruppe, wie auch immer, die können auch alles machen und bekommen alle Belohnungen hier auch, auch alle epischen Waffen, die man am Ende hier quasi noch bekommen kann, aber eben nicht das legendäre Mount. Und deswegen sage ich einfach, wenn ihr wirklich Bock habt, das für euch einfach zu machen, macht die Quest in Ruhe, lasst euch Zeit damit, seid euch einfach nur im Klaren drüber, ihr bekommt eben dieses Mount nicht. Ja, das ist wirklich einfach nur für Leute, die eine komplette Gilde im Rücken haben und die wirklich 3 Wochen durchsuchten am Anfang dafür, durchzocken. So, und jetzt würde ich sagen, haben wir aber genug gequatscht. Jetzt werden wir uns nochmal so ein bisschen anschauen, was wir eigentlich hier für die jeweiligen Questreihen dann am Ende auch bekommen. Also ihr müsst euch vorstellen, die Questreihe wird relativ schnell aufgespalten am Anfang. Es gibt dann so diese rote Splitter-Chain, die grüne und die blaue. Und genau, für die jeweiligen Quests gibt es dann halt die verschiedenen Belohnungen. Bei der roten bekommen wir hier quasi einen Neck mit 18 Ausdauer, 7 Wille und 20 Schattenresi. Das ist jetzt so ein eher unspektakuläres Item, würde ich sagen. Ist, ja, keine Ahnung, vielleicht ganz gut im PvP gegen Warlocks oder so. Aber tatsächlich ein relativ unspektakuläres Item. Die besten kommen eigentlich hier so am Ende. Dann haben wir die Gamaschen mit Onyx-Einbettung. Ja, eine schwere Rüstung ist vielleicht für Jäger interessant. 23 AG, 23 Ausdauer. 30 Schattenwiderstand wieder. Ja, auch nicht wirklich mega interessantes Item. Dann geht es weiter mit der Drachenzahn-Halskette. Da haben wir 20 Naturwiderstand drauf. Und das könnte jetzt wiederum schon etwas interessanter werden unter Umständen. Vielleicht für den einen oder anderen Healer, der vielleicht mit so ein bisschen Naturwiderstand in Akku reingehen möchte. Oder auch für einen Melee vielleicht sogar, der einfach nur Naturwiderstand braucht. 20 auf der Halskette ist eigentlich schon ein ordentlicher Wert und auch noch ein bisschen Ausdauer drauf. Dann haben wir hier noch die Zwangsarbeiterstiefel, die wiederum sind zum Beispiel sehr, sehr interessant, gerade für die Melees. Mit 20 Naturwiderstand, 20 Ausdauer, 17 Beweglichkeit und 13 Stärke. Also über die würde ich mich zum Beispiel als Schurke schon in Akku sehr freuen. Dann haben wir hier den Turban der gnomischen Super-Psychokräfte. Ja, ihr seht schon, die Quest ist auf jeden Fall auch in vielen Bereichen wirklich lustig gemacht einfach. Und hier haben wir 31 Int drauf, 17 Ausdauer, ein bisschen Mana-Rack und erhöht den Widerstand gegen Stille-Effekte um 10%. Ja, ist auch so ein kleines Fun-Item, ja, kann im PvP lustig sein für Caster, vielleicht gegen Shadowpriester oder so. Oder gegen Magier, dass man dann eben den Silence widersteht. Die Optik ist ganz nett, aber ist mehr so ein Gimmick-Item auch. Die Dunkelwasserroben auch, ja, nicht unbedingt interessant. 17 Ausdauer, 17 Int, 30 Feuerwiderstand, ja, und 39 Frost Spell Damage. Braucht man auch nicht unbedingt. Vor allem mit dem Magier nicht mehr, weil man ja eher Feuer geht in Akku, von daher auch nicht so relevant. Dann haben wir hier noch das Band der eisigen Tiefen. Das ist schon wieder etwas interessanter. Hier haben wir 20 Frostwiderstand drauf
und 19 Ausdauer. Das hat eigentlich sehr, sehr gute Werte, die wir nämlich später im Naxxramas gut gebrauchen können. Da gibt es auch einen Boss, wo wir Frostwiderstand sehr gut gebrauchen können. Und nice to have, finde ich, die Unterwasseratmung. Auch eine ganz nette Geschichte eigentlich. Für den einen oder anderen vielleicht interessantes Item. So, jetzt kommen wir zu dem ersten Item, was wirklich sehr interessant sein kann. Und zwar bekommen wir hier ein Kochrezept. Und zwar Dürges abgefahrene Chimera-Koteletts, Chimerok. Und dort bekommen wir 25 Ausdauer. Das ist einfach für Tanks sehr, sehr stark und sollte auch für sehr viel Gold im AH weggehen. Hier braucht man quasi die Chimerok-Lenden für und natürlich kochen auf 300 im Idealfall. Kleiner Hinweis an der Stelle: die Chimerok-Lenden könnt ihr farmen, indem ihr hier zur Versamun Insel rüber fahrt, dann hier runter, dann müsst ihr hier lang reiten und hier ist ein kleiner Eingang zwischen den Bergen. Und in diesem grünen Bereich sind die Chimären, die könnt ihr farmen, die sind Elite, da braucht ihr unter Umständen mehrere Leute für. Oder ihr seid irgendwie Magier, dann könnt ihr die vielleicht kiten oder Warlock. Im Idealfall würde ich hier ein paar mehrere Leute mitnehmen, eine 5-Mann-Gruppe, 3-Mann-Gruppe und dann könnt ihr die quasi farmen. Und gerade am Anfang sollten die für relativ viel im AH weggehen, weil natürlich diese Quest auch nicht jeder Dulli machen wird. Ne? Genau, wie gesagt, hier ist legendäre Mount, was eben nur die Leute bekommen, die es in den ersten 2 Wochen und direkt am Anfang abschließen werden. Sehr schönes Mount, sehr schöne Optik, sehr einzigartig und ja, auf jeden Fall ein Hingucker. So, dann kommen wir mal zu den anderen Waffen, die wir quasi hier ganz am Ende noch bekommen. Und die Waffen sind auch die Belohnungen, die wir wirklich erst ganz am Ende der Chain bekommen, wenn wir quasi dann auch den Gong schlagen. Das interessanteste Item hier ist wahrscheinlich direkt der Fangzahn von Korialstras, der für Healer sehr stark sein sollte, die Dolche tragen können. Zum Beispiel für den Heal-Druiden, glaube ich, ein sehr starkes Item. Hier haben wir 14 Int, 9 Ausdauer, 13 Wille und 121 plus Heal. Wenn ihr vielleicht keinen Bock habt, euch mit den anderen Healern in eurem Raid um den Cetun-Healing-Kolben zu kloppen, dann könnte das hier auf jeden Fall ein sehr guter Dolch für euch sein. Und den würde ich mir auf jeden Fall dann gönnen. So, hier haben wir das Runenschwert des Roten. Einmal die chromatisch gehärtetes Schwertoptik am Start hier. Mit dem leichten roten Schimmer. Auf jeden Fall ein Hingucker auch wieder. 9 Int, 17 Ausdauer, 7 Wille. 64 Spell Damage ist, glaube ich, nicht so mega stark. Da droppen, also natürlich, da droppen in Akku auf jeden Fall stärkere Sachen. Aber vielleicht für den einen oder anderen, der hier noch keine gute Main Int hat, auch interessant. Dann haben wir Shadow Songs Kummer, einen Dolch, der vielleicht für den einen oder anderen Dolchschurken unter euch interessant sein könnte. Ist im PvP durchaus auch interessant mit den 14 Ausdauer drauf, muss ich sagen. Im PvE muss man mal gucken. Wenn ihr noch keine Dolche aus Raids habt, vielleicht sehr interessant. Ich denke aber, der Kernhundzahn ist hier wahrscheinlich schon stärker. Trotzdem, auch von der Optik gerade, stelle ich mir vor, den in der Offhand, ja, und dann Perdition's Blade in der Mainhand, der auch so ähnlich so rot funkelt. Also, das stelle ich mir schon eine geile Kombi von der Optik her vor. Und dann haben wir hier auch noch Ravencrests Vermächtnis, auch ein ja, schickes Schwert, gleiches Waffenmodell wie Maladas, bin ich der Meinung. Und ja, von den Werten auch eventuell eine Offhand für euren Krieger, müsst ihr mal gucken. Wenn ihr da noch keine andere Offhand habt, ist es vielleicht eine nice Geschichte für euch. Gut, das waren dann auch alle Items, die man quasi hier bekommen kann und auch alle wichtigen Infos, die ich quasi euch mitgeben wollte. Wie gesagt, überlegt euch wirklich sehr gut, ob ihr dieses Event bei dem netten Kollegen hier starten wollt oder nicht. Ob ihr die komplette Chain durchziehen wollt. Wie gesagt, wenn ihr versuchen wollt, das legendäre Mount zu bekommen, braucht ihr wirklich eine Hardcore-Gilde im Rücken, die euch dabei supportet. Alleine wird es eher nichts. So, in dem Sinne würde ich sagen, Leute, schreibt mir gerne und das Video mal, ja, ob ihr es quasi versuchen werdet oder nicht. Ja, und ob ich vielleicht noch den einen oder anderen wichtigen Hinweis vergessen habe, den wichtigen Tipp, den man bei dieser ganzen Questreihe auch beachten sollte. Wie gesagt, das wird ein riesiges Schlachtfeld hier werden und das wird auf jeden Fall eine Herausforderung für die Leute, die sich dieses Mount hier holen möchten. Ja? Wie gesagt, der komplette Guide habe ich oben verlinkt, der allererste Link in der Videobeschreibung. Das könnt ihr quasi dann Schritt für Schritt nochmal nachvollziehen, welche Quest man wie machen muss, was man genau beachten muss dabei. Ich denke, das macht jetzt keinen Sinn, wenn man das alles nochmal in einem Video covert. Von daher, da könnt ihr das einfach Schritt für Schritt
nachmachen. Genau. In dem Sinne würde ich sagen, Leute, ich freue mich mega auf Akku und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Euer Defiler, mach's gut. Ciao, ciao.